Hallo ihr Lieben, ich melde mich mit der Bücherwoche, ja, was war das? 10 aus 2018 bei euch. Ich habe in der letzten Woche wirklich viel geschafft. Ich habe dreieinhalb Bücher gelesen und zwei Hörbücher gehört. Und ja, das möchte ich euch jetzt mal eben zeigen. Gelesen habe ich zum einen eigentlich in einer Leserunde, habe mich dann aber abgesondert, da das einfach für mich schwierig war, nur 30 Seiten am Tag zu lesen von dem Buch. Und zwar von Sebastian Fitzek, Der Seelenbrecher. Eines der wenigen Bücher, die ich von ihm noch nicht gelesen hatte. Ich bin ja keine von denen, die ihn so dermaßen hypen, denn ich habe mittlerweile auch schon andere deutsche Autoren gefunden, die mich teilweise mehr begeistern. Und dieses hat jetzt 4 Sterne von mir bekommen. Das ging hier um ein paar Frauen, die in den Fängen eines Psychopathen waren, aber nicht ermordet wurden, auch nicht vergewaltigt, glaube ich, aber psychisch gebrochen. Also mit denen war ja so gar nicht mehr zu sprechen und teilweise auch lagen die auch im Koma dann. Und kurz vor Weihnachten ist er halt sehr aktiv und muss mal gerade gucken. Und dann wird er unerkannt in eine Psychiatrie eingeliefert und direkt nach der Einlieferung sind alle abgeschottet von der Außenwelt, da ein starker Schneefall herrscht und sie dann sozusagen mit dem Psychopathen eingesperrt in einer Psychoklinik, sag ich jetzt mal, in einer psychiatrischen Luxusklinik gefangen sind. Ja. Das war Sebastian Fitzek, 4 Sterne von mir. Dann habe ich noch zwei E-Books gelesen. Zum einen von Melanie Moreland, jetzt braucht er kurz, Beneath the Scars, Nie wieder ohne dich. Das hatte ganz stark angefangen, hat mich aber auch von Anfang an von der Thematik sehr an ein Buch von Mia Sheridan erinnert, was damals 5 Sterne von mir bekommen hat. Ich muss aber sagen, das hat mich wesentlich mehr begeistern können, aber das kam mir so von der Grundstory wirklich sehr ähnlich vor. Am Anfang fand ich das Buch auch sehr stark. Es hat dann aber wirklich sehr nachgelassen, und hat dann im Endeffekt 3,5 Sterne von mir bekommen. Es ging hier um eine junge Frau, die, ich glaube, auf das Haus, auf jeden Fall sollte sie nach dem Haus, nee, genau, sie ist junge Schriftstellerin und so ein bisschen auf der Flucht, weil sie in ihrer Heimat, also in der Stadt, wo sie jetzt lebt, hatte sie Probleme mit einem eigentlich Freund, der ihre Story oder ihre Buchidee für seine Buchidee verkaufen will. Und sie ist halt auf eigentlich, ja, eigentlich nur so zum Haus ihrer Verwandten, das frei ist, gefahren, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und lernt dann Zachary kennen oder Zack, der ja ein bisschen entstellt ist. Er meidet halt die Mitmenschen, weil sie sich von seinen Narben abgestoßen fühlen. Dennoch entwickelt sich zwischen den beiden eine zarte Liebesgeschichte. Alles andere müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich fand nur, es hat wirklich nachgelassen nach einer Zeit. Anfangs hat es mich wirklich noch begeistern können, auch wenn ich mich schon so ein bisschen daran gestört habe, dass es wirklich mich sehr an dieses andere Buch erinnert hat, was aber ein Jahreshighlight von mir war, dieses aber nun mal nicht da dran gekommen ist. So hat es 3,5 Sterne von mir bekommen. Es hatte zwischendurch sehr große oder sehr viel Längen, was mich dann immer, ja, dann teilweise auch gelangweilt hat und
Von daher hat es dann 3,5 Sterne von mir bekommen. Dann habe ich noch einen Kriminalroman gelesen, aus einer Reihe, die ich ganz toll finde. Und zwar die Jan-Römer-Reihe von Linus Geschke. Und das hier ist der dritte Teil. Muss mal eben schnell zum Anfang gehen. Ist der dritte Teil der Reihe. Ich habe sie alle gelesen. So. Und zwar ist Jan Römer ein Journalist. Er arbeitet immer mit Stefanie zusammen, die Mütze genannt wird. Und die beiden sind einfach dafür abgestellt, ältere Kriminalfälle sich nochmal näher anzugucken und zu beleuchten. Und das ist jetzt das Aktuellste, das Lied der toten Mädchen von Linus Geschke. Und wie gesagt, die beiden beschäftigen sich mit einem Mordfall, der im Herbst 97 passiert ist. Und zwar wurde da die Leiche der 19-jährigen Sonja Risse gefunden. Auf dem Wilzenberg heißt das da, im Sauerland. Sie starb durch einen Stich ins Herz und ja, es konnte nie ermittelt werden, was passiert ist, wer der Täter ist. Und die beiden versuchen da halt so ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Und irgendwann ist es dann so, dass sogar der Verfassungsschutz mit eine Rolle spielt. Und ja, das war so ein bisschen das, was mir diesmal nicht ganz so gut gefallen hat wie sonst. Das Buch hat aber 4 Sterne von mir bekommen. Es war sehr interessant zu lesen. Es hatte aber zwischendurch auch so seine Längen, muss ich zugeben. Ich fand die ersten beiden Teile doch stärker. Hat mir mehr gefallen, besser gefallen. Aber nichtsdestotrotz werde ich die Reihe auf jeden Fall fortsetzen, sofern es da noch weitere Teile geben wird. Ja, das war das Lied der toten Mädchen von Linus Geschke. Dann habe ich noch ein halbes Buch geschafft. Das zeige ich euch jetzt, werde aber noch nicht viel dazu sagen. Ich bin bei genau der Hälfte jetzt. Bei Der Rivalen von Michael Robesham, da hatte ich immer überlegt, lese ich's oder höre ich's. Ich habe mich jetzt doch fürs Lesen entschieden. Ja, ich denke, das wird auch in den nächsten Tagen dann beendet werden, da es jetzt auch spannend wird. Und hier geht es um Agatha. Sie ist Aushilfskraft in einem Supermarkt. Sie kommt aus ärmlichen Verhältnissen und weiß aber halt genau, wie ihr perfektes Leben aussehen würde. Und zwar das der attraktiven Megan, die immer in dem Laden, wo sie arbeitet, einkauft. Sie ist schwanger mit dem dritten Kind und ihr Mann ist ein bekannter, ich glaube, Sportmoderator. Und ja, sie freundet sich dann mit der Megan an, was ich so ein bisschen unrealistisch fand, weil so eine erfolgreiche, attraktive Ehefrau kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie sich mit einer aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Frau, die im Supermarkt als Aushilfe arbeitet, sich anfreundet. Ja, auf jeden Fall ist das immer aus der Sicht von Megan und von Agatha erzählt, also immer abwechselnd. Ich hatte manchmal bloß Probleme, wenn ich nicht so drauf geachtet habe, welcher Name oben stand, dass ich gedacht habe, das passt doch gar nicht. Und dann habe ich erst gemerkt, dass ich schon wieder bei der anderen Person bin. Das hat mich, irritiert mich so ein bisschen, aber ja, das ist ja mein Problem. Das haben andere vielleicht gar nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt sehr spannend und ich werde das auf jeden Fall beenden in dieser Woche. Werdet ihr also in der nächsten Woche mehr darüber erfahren. So, und dann habe ich noch 2 Hörbücher gehört. Beides 4,5-Sterne-Hörbücher, also sehr gut. Zum einen war das von Ellen Sandberg, Die Vergessenen. Hinter Ellen Sandberg steht ja Inge Löhnig. Und was mir bei diesem Buch so gut gefallen hat, war das Zusammenspiel zwischen historischem Roman und Thriller. Das fand ich wirklich richtig gut. Es spielt zum einen 1944. Katrin Mendler ist Krankenschwester und
Ja, hat auch eine Affäre mit dem charismatischen Arzt Karl Landmann. Und sie merkt aber zu spät, dass da einige Sachen falsch laufen in der Klinik. Und das war auch ein Thema, was mir so gar nicht bekannt war zu Kriegszeiten. Ich möchte da jetzt nicht näher eingehen, aber war schon interessant, da mehr drüber zu erfahren. Und zum anderen spielt die Geschichte 2013. 2013 ist Katrin halt eine ältere Dame, die jetzt im Krankenhaus liegt nach einem Schlaganfall. Und ein Mann für besondere Aufträge, Manolis Lefteris, soll geheimnisvolle Akten aufspüren, die sich in ihrem Besitz befinden. Und ja, er ahnt dabei aber nicht, dass er ganz andere Geheimnisse ans Tageslicht bringt. Und das Buch kann ich euch absolut empfehlen. Ich weiß, es hat auch sehr gute Kritiken. An 5 Sterne hat es nicht ganz herangereicht, aber es war sehr interessant zu hören und hat mir richtig gut gefallen. Ja, und das zweite habe ich jetzt ganz frisch beendet. Und zwar ein Buch von meinem Sub endlich mal von Wulf Dorn, Dunkler Wahn. Ich hatte dann nämlich festgestellt, dass Dunkler Wahn auch von David Nathan gesprochen wurde, so wie früher auch Kalte Stille, was mir schon sehr gut gefallen hatte. Da hatte auch der Psychiater Jan Forstner eine Rolle gespielt. Ja, man kann sagen, dies ist sozusagen die Fortsetzung, kann man, glaube ich, ruhig so sagen. Und er wird von Liebesbekundungen einer Unbekannten überhäuft. Erst kommen Rosen, dann kommen Briefe, dann Zeichnungen. Und er glaubt erst noch an eine harmlose Schwärmerei. Bloß dann bittet ihn ein ihm bekannter Journalist ihn um Rücksprache. Und als er ihn treffen will, wird der Journalist tot aufgefunden. Und er erkennt, dass er ins Visier einer Wahnsinnigen geraten ist. Und ja, war wirklich spannend. Ich habe das, obwohl das über 10 Stunden hatte, habe ich das innerhalb weniger Tage durchgehört. Und hat auch sehr gute 4,5 Sterne von mir bekommen. Zwischendurch war ich sogar fast davor, 5 Sterne zu geben. Im Endeffekt sind es jetzt 4,5 geworden, was dem Superbuch natürlich keinen Abbruch tut. Wahnsinnig interessante, ja, auch abgedrehte Geschichte. Wieder toll erzählt von David Nathan, ist ja mein absoluter Lieblingssprecher. Und ja, kann ich absolut empfehlen. Ja, das war meine Bücherwoche. Sehr reichlich diese Woche oder letzte Woche. Das wird in nächster Zeit wahrscheinlich nicht ganz so oft der Fall sein. Die Kommunion rückt näher und eine Woche später habe ich ja noch meinen 40. Geburtstag. Und jetzt muss ich einen Tag vorher, auch vor dem Geburtstag, auch noch mit meiner Tochter zum Tanzwettbewerb. Und ja, das werden harte Wochen. Aber ich hoffe, dass ich bis dahin noch einiges weggelesen bekomme. Und ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich wieder sehr über Kommentare und Daumen hoch freuen. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!